Moin Moin, du möchtest dich im taktischen Bereich weiterbilden? Dann sichere dir jetzt meinen kostenlosen Taktik-Grundkurs. Den habe ich dir hier in der Videobeschreibung verlinkt. Und jetzt viel Spaß mit dem Video! Moin Moin, ich bin Malte von Handballhex und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, dich als Handballtrainer aufs nächste Level zu bringen. Und heute habe ich dir ein Torwart-Einwerfen vorbereitet, wo die Feldspieler als Vorübung verschiedene Kreuzbewegungen ausführen müssen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Bei dieser Übung kommt es ein bisschen darauf an, wie viele Spieler ihr habt. Wenn ihr eine Menge Spieler habt, so wie ich hier jetzt gerade, dann gehen drei auf Rückraummitte und der Rest gleichmäßig auf Rückraum links und Rückraum rechts. Wenn ihr weniger Spieler habt, könnt ihr das Ganze auch erstmal nur auf einer Seite machen und den Ablauf dann wechseln auf die andere Seite. Wir machen hier ein Torwart-Einwerfen und zwar haben alle auf der Rückraummitte einen Ball. Und die restlichen Bälle liegen dann auch einfach auf der Rückraummitte im Ballkasten hier. Dann haben wir immer eine kurze Kreuzung Rückraummitte für Rückraum links. Und dann haben wir hier einen Wurf aufs Tor wie vorgegeben. Ihr könnt das ganz einfach sagen, dass wir erst werfen wir kurz hoch zum Beispiel. Dann werfen alle von Rückraum links auf dieser Seite und alle von Rückraum rechts auf dieser Seite. Oder wir machen es anders und legen hier Plättchen hin und sagen, wenn der... Machen wir auf dieser Seite mal auch noch gerade. Wenn der Werfer über gelb geht, werfen wir kurz. Wenn der Werfer über blau geht, werfen wir lang. Ja, solche Sachen können wir sagen. Auf jeden Fall aus dieser Bewegung, Rückraummitte für Rückraum links. Entscheidung aufs Tor werfen. Rückraummitte stellt sich bei Rückraum links an. Zack, der hat geworfen. Der Rückraum linke zieht sich zurück, reiht sich hier an. Und die nächsten starten relativ schnell hintereinander. Also wir haben hier einen richtigen Flow drin. Direkt hier einfach nach rechts kommen. In die Kreuzung für Rückraum rechts. Er geht über blau. Bam, lang werfen. Zurückziehen. Hier, der nächste ist dran. Kreuzung für Rückraum links. Geht rum. Kommt den Ball. Geht über gelb. Heißt, wirft kurz. Erst heißt immer Kreuzung. Rückraum Mitte für Rückraum links. Für Rückraum rechts. Für Rückraum links. Für Rückraum rechts. Die, die geworfen haben, gehen zurück auf die Mitte. Die, die angekreuzt haben, gehen auf die Seite, wo sie hingekreuzt haben. Viele weitere Videos und spannende Inhalte rund um den Handball findest du auf meiner Homepage www.handball-hex.com. Mach's gut, ciao!